Ja, Erfolg fühlt sich immer gut an. Ne? Nur wir haben natürlich zum Schluss auch ziemlich fokussiert auf den Pokal gearbeitet. Wir sind vielleicht Elfter geworden, aber sind, glaube ich, 3 Punkte hinter Platz 7. Und wir haben natürlich auch die letzten Spiele auch so genutzt, um den einen oder anderen Spieler auch zu schonen, damit wir heute mit einer ordentlichen Truppe auf dem Platz stehen können. Ja, es gehört immer ein bisschen Glück dazu, auch bei unserem Tor. Und jetzt so in der 89. im Fernschuss und dann von Lüneburg den Knaller in Giebel. Was soll man machen? Das ist Fußball. Man muss aber auch verlieren können. Das ist schwer zu beschreiben. Das ist, ich kriege den Ball abgelegt, ich glaube, von Marco Schulz. Sehr gut abgelegt, aber ich stehe schlecht zum Ball. Wollte dann aufs Tor schießen. Das wollte ich. Dass er natürlich da so reingeht und die Flugkurve nimmt. Am Anfang habe ich gedacht, der geht einen Tick rüber. Aber ja, super Tor. Und unabhängig davon, dass ich es jetzt geschossen habe, aus dem Finale, glaube ich, würdig. Ich habe vor 3 Jahren schon mal dieses Finale gespielt und bin aufgrund von so einem Tor in der Verlängerung habe ich verloren. Wir sind nur Zweiter geworden. Ja, das nötige Fündchen Glück. Ne? Abgefälschter Ball von Töxes, dann in die Verlängerung. Drehschuss Lüneburg, 25, 28 Meter. Sind natürlich die herausragenden Spieler aus deren Kader und die machen es halt eben.